Hallo, herzlich willkommen und Swati Kap, liebe Zuschauer, zu diesem News-Video. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und mit mir gemeinsam durch die Neuerungen gehen wollt, die ab dem 1. Juni 2022 hier in Thailand in Kraft sind. Gestern Abend erfolgte die finale Veröffentlichung in der Royal Gazette. Ich habe mich für euch, für dieses Video, all diese Ankündigungen, die jetzt Gesetzesstatus haben, angeschaut. Bislang waren ja alle Ankündigungen, Beschlüsse und so weiter, die ab dem 1.6. gelten sollten, nur ja, temporär. Also erst nachdem die jetzt in der Royal Gazette veröffentlicht worden sind, sind diese auch in Kraft und werden morgen dann halt ihre Gültigkeit haben. Die wichtigsten Neuerungen oder die wichtigsten Informationen, die man rausnehmen kann, das Notstandsgesetz, das Degree of Emergency, ist nochmal um 2 weitere Monate verlängert worden. Jetzt bis zum 31.07.2022 bedeutet wie immer Durchgriffsrechte von oben nach unten. Man kann anhand von Verordnungen hier Dinge durchsetzen, die man braucht, um die Situation, wie man sie sieht, in Griff zu halten. Ein paar Einschränkungen, ein paar neue Klassifizierungen gab es nochmal für die berühmten Zonen, wo man Thailand hier mal einteilt. Für Touristen und Urlauber ist am allerwichtigsten, dass die großen Touristenhochburgen wie Bangkok, Pattaya, Phuket, Chiang Mai und so weiter alle blau bzw. grüne Zonen sind. Damit können dann die Unterhaltungsbetriebe ab morgen auch öffnen, so wie das vor der großen C-Zeit gewesen ist. Allerdings natürlich mit einer ganzen Menge Auflagen, mit einer ganzen Menge Dinge, die sie erfüllen müssen. So einfach die Tür aufsperren ist nicht und loslegen mit Arbeiten, sondern man muss sich natürlich als so ein Unterhaltungsbetrieb für Karaoke, für Vierhandservice, für was da so alles gibt, Badeservices und so weiter, muss man sich staatlich zertifizieren lassen. In diesem Zertifizierungsprozess wird dann festgelegt, ja, sind die Maßnahmen, die vorgegeben sind, erfüllt, sind die Mitarbeiter entsprechend medizinisch behandelt, sind die Sicherheits- und Gesundheitskonzepte umgesetzt und so weiter. Und wenn das alles gegeben ist, dann bekommt man ein Zertifikat und kann seinen Betrieb öffnen. Für die Mitarbeiter in diesen Locations bedeutet das, zweimal Minimum medizinisch behandelt plus eine Boosterbehandlung. Dann dürfen sie dort arbeiten. Teilweise müssen sie innerhalb einer Woche sich auch nochmal testen mit ATK und so weiter. Auch das muss alles dokumentiert werden und das muss auch alles festgemeldet werden und so weiter. Also ein ziemlicher Aufwand. Natürlich dürfen die dann auch nicht frei rumlaufen zwischen den Gästen und so weiter. Auch hier wieder vorgeschriebene Abstände, Maskierung und all diese Geschichten, die man schon kennt. Ob das Ganze dann so umgesetzt wird, ob das Ganze dann auch wirklich überhaupt in der Praxis funktioniert, das muss man sehen. Das Geschrei seitens der Betreiber ist natürlich nicht zu überhören. Nicht nur, dass sie halt wegen der verkürzten Öffnungszeiten immer noch bis 24 Uhr sich massiv beschweren, sondern auch die Maßnahmen sind schwierig umzusetzen. Wie sinnvoll, wie gut die alle sind und ob die funktionieren werden, muss man natürlich abwarten. Auch für die Besucher dieser Locations gelten strenge Regeln. Auch hier gilt Minimum zweimal medizinisch behandelt plus Boosterung auch hier inklusive einem ATK-Test, bevor man in diese Locations reingelassen wird. Die Locations und die Betreiber müssen das von jedem Gast, von jedem Kunden, ja, einzeln auch wieder dokumentieren, prüfen und so weiter. Ob das dann später umgesetzt wird, ob das überhaupt so gemacht wird, muss man sehen, wird die Zeit dann zeigen, wie das in Thailand gehandhabt wird. Offiziell laut Verkündigung in der Royal Gazette ist das alles notwendig. Ihr kennt das selber, wie das zum Schluss dann wahrscheinlich so vor Ort gemacht wird. Ich gebe euch hier wie immer die offizielle Version und damit muss dann halt auch jeder Urlauber wissen, was auf ihn zukommen könnte. Ob es dann wirklich so ist, wird er sehen. Viele weitere Sachen wollen wir darüber gar nicht diskutieren. Wird wahrscheinlich wieder ein riesiges Durcheinander geben, weil auch dort nicht, aus meiner Sicht, nicht ganz deutlich beschrieben wurde,
wer welche Sachen zu machen hat, sondern es ist alles so ein bisschen weich, alles so ein bisschen, ja, es wird empfohlen. Kaum jemand, der sich wahrscheinlich dann wirklich wieder auskennt, und zum Schluss wird das Gejammer nicht kleiner werden. Für die Einreise nach Thailand hat sich, soweit wie das jetzt auch alles angekündigt war, nichts mehr verändert. Bleiben wird den Touristen die Registrierung vorab für den Thai-Pass, Hochladen seiner Papiere, Hochladen seiner medizinischen Dokumente und die Versicherung in Höhe von Minimum 10.000 US-Dollar bleibt auch. Aber damit soll das dann auch alles schon erledigt sein. Einige Zuschauer hatten uns in die Kommentare jetzt schon reingeschrieben und man liest es auch in den Foren. Die Bearbeitungszeit geht relativ schnell. Wenige Stunden sollte das durch sein. Und damit ist ja nicht die letzte Hürde abgebaut, aber es ist ein wenig einfacher geworden. Für die medizinisch unbehandelten Reisenden hat sich auch nichts verändert. Da bleibt 72 Stunden vor Abflug ein ATK-Test, den man vorlegen muss. Allerdings kein Test, den man zu Hause machen soll oder zu Hause machen kann, sondern ein Test, der von einer offiziellen Stelle dann entsprechend beglaubigt wird. Wenn man das machen möchte, sollte man vielleicht bei der Teststelle sagen, ich brauche es für einen internationalen Flug, dann können die Dokumente gleich mal in Englisch ausfüllen und so weiter. Für thailändische Staatsangehörige entfällt die Registrierung auf dem Thai-Pass, sodass die also ohne weiteres hin und her fliegen können, keine Dokumente beantragen und hochladen müssen. Vielleicht für den einen oder anderen etwas vereinfacht. Wie lange dieser Thai-Pass jetzt noch bleiben wird und ob der überhaupt noch mal weggeht, ist auch ein großes Fragezeichen. Seitens der Tourismusbehörde erwartet man pro Monat ab dem 1.6. noch mal weitere 2 bis 3 Millionen Urlauber, so dass man bis zum Jahresende noch auf 22 Millionen Urlauber kommen möchte, die Thailand besucht haben, die nach Thailand gekommen sind. Ob das zu erreichen ist, ob diese Zahl wie immer so aus der Glaskugel gegriffen ist, wird man sehen. Eine der größten Ernüchterungen gab es gestern von ganz hochoffizieller Stelle hier. Hatten ja viele Menschen in Thailand und auch viele Urlauber gehofft, dass dieses Maskierungsthema im Laufe des Junis beendet ist. Dem hat man jetzt einen richtig schönen Dämpfer verpasst. Ganz offizielle Aussage, das waren nur Ankündigungen, das waren nur Gedankenspiele gewesen. Die Maskierung bleibt in Thailand. Die Maskierung bleibt in Thailand an allen Orten. Auch hier wieder die offizielle Aussage, die offizielle Sprechweise, dass es an bestimmten Stellen vielleicht anders sein könnte, wisst ihr selber. Offiziell heißt es aber, nur zu Hause in den eigenen vier Wänden darf sie abgenommen werden. Und in dieser Veröffentlichung von der Presse gibt es noch einen sehr, sehr interessanten Nebensatz, für mich zumindest, der wie immer zwischen den Zeilen auch liest. Dieser Nebensatz heißt, selbst wenn diese ganze Zählgeschichte nicht wäre, wäre es den Menschen doch anzuraten, sich draußen weiterhin zu maskieren, um in irgendeiner Art und Weise gesundheitlich geschützt zu sein. Kann man wieder von halten, was man möchte, kann man noch was reininterpretieren. Für mich klingt so ein Satz in heutigen Zeiten einfach nicht vertrauenserweckend und auf alle Fälle auch nicht gut. Noch ein kurzer Nachsatz zu dieser Affengeschichte. Auch die wird hier medial und von den obersten Stellen natürlich mit sehr, sehr viel Sorge betrachtet. Man sagt, das ist eine gefährliche Geschichte, man muss die in Thailand sich anschauen. Die ersten Verdachtsfälle hatte man hier auch gehabt. Echte Fälle sind das aber nicht gewesen bislang, sondern nur Leute, die auf Flügen oder so mit anderen Leuten in Kontakt waren, die dort eventuell in irgendeiner Art und Weise, also ihr kennt diese Sprechweise, ihr wisst, wie das in den letzten Jahren immer so gelaufen ist, eventuell, vielleicht, aber wir sind mal vorsichtig, wir schauen uns das an und weiterhin wird man mit diesen Dingen hier entsprechend vorsichtig umgehen wollen. Zum Schluss kommen wir noch auf eine Geschichte, die uns medientreibende oder medienproduzierende Menschen hier in Thailand betreffen wird. Auch ein sehr, sehr unschönes Gesetz, was ab morgen ebenfalls in Kraft treten wird. Dieses Gesetz nennt sich PDPA, liegt schon seit 2 Jahren hier in der Schublade, ist bislang nicht ratifiziert, bislang nicht umgesetzt worden, aber ab morgen tritt das hier in Kraft. Ihr kennt das ähnlich aus Europa, wo es dann geht um Sicherheit im Internet. Wie werden persönliche Daten gespeichert? Wie ist das mit den Cookies? Wie ist das mit den Zahlungsarten? Und, und. All diese Geschichten kennt man. All diese Sachen haben ihre Daseinsberechtigung und
sind natürlich auch wichtig und müssen umgesetzt werden. Der große Hammer für Thailand ist, dass man in Thailand natürlich diese ganze Geschichte wieder mal ins Extreme treibt. Betrifft jetzt alle Leute, die Medien produzieren, betrifft alle Leute, die mit anderen Menschen im Bild und im Film arbeiten, weil wenn auf diesen Bildern oder auf diesen Videos andere Menschen zu sehen sind, ich habe euch hier mal ein schönes Beispiel zusammengestellt. Normalerweise mögen wir nette Menschen, freundliche Menschen, so wie hier am Strand, in der Stadt und. All das ist in Zukunft verboten in Thailand. Zu senden, zu produzieren, ja, aber man darf es dann halt einfach nicht senden. Das heißt, alle Gesichter von fremden Personen, die nicht zur gefilmten Familie gehören, die nicht zu der gefilmten Firma zum Beispiel gehören und so weiter, müssen verpixelt werden, unkenntlich gemacht werden. Wie diese ganze Geschichte in der Praxis umzusetzen ist, ist hier in thailändischen Medien ein riesen Diskussionspunkt, ist ein Riesenproblem. Stellt euch einen TV-Sender vor, der ein Interview macht mit Leuten über irgendein Thema. Jeder, der im Hintergrund vorbeiläuft, müsste verpixelt werden. Jeder, der zufällig ins Bild läuft, muss verpixelt werden. Der Interviewpartner muss seine Einwilligung geben, schriftlich, dann, dass er überhaupt gefilmt werden darf. Und viele, viele Dinge, die ähnlich so sind. Ihr kennt das, ständig irgendwo ein Selfie gemacht, hochgeladen auf Instagram, Facebook, wo auch immer. Aber wenn dort im Hintergrund jemand vorbeiläuft, dürfte dieses Foto, dürfte dieses Video an dieser Stelle mal unkenntlich machen. Aus meiner Sicht ein riesengroßes Problem. Stellt euch all die Kanäle vor, die gerne schöne Menschen zeigen in Alltagssituationen, die gerne Videos zeigen, wo man, okay, ich bin mit all meinen Freunden hier zusammen. All dies ist nach der Sprechweise dieses neuen Gesetzes von gestern nicht mehr möglich. Es sei denn, du holst von all den Leuten eine schriftliche Einverständniserklärung ein. Wer dagegen verstößt, wer das nicht hat, im Zweifelsfall, wird hier mit drastischen Bußgeldern belegt, kann gehen bis zu Gefängnisstrafen. All diese Geschichten werden hier, ja, gerade in TV-Stationen und so weiter, sehr, sehr hart diskutiert. Wie das später auf Instagram, YouTube und so weiter ist, kann ich euch noch nicht genau sagen. Vielleicht werde ich morgen auch kein Video machen und erstmal sehen, wie die anderen Kollegen reagieren. Wie gesagt, ich habe es in keinem englischsprachigen Medium, ich habe es schon gar nicht in einem deutschen Kanal irgendwo gehört oder gesehen, dass man sich damit befasst. Aus meiner Sicht ein sehr, sehr kritisches Thema. Weil was wäre denn die Alternative? Du kannst dich in deiner eigenen vier Wände mit der Kamera, mit deinem Gesicht hinsetzen und noch was erzählen. Du kannst vielleicht draußen noch an einem einsamen Strand, auf einem einsamen Feld irgendwo was aufnehmen, aber das normale Leben zu zeigen, wie die Leute da laufen, wie Leute in ganz normalen Alltagssituationen unterwegs sind, wird nicht mehr möglich sein. Wir können ja mal drüber lachen und sagen, überleg doch mal, wie das bei einem Fußballspiel ist. 65.000 Zuschauer, 22 Leute da auf dem Platz plus Trainerstab, alle müssten rein theoretisch verpixelt sein. Schaut euch mal ein Fußballspiel an, wo die Gesichter der Spieler nicht mehr zu erkennen sind. Das wird lustig werden. Wie das hier umgesetzt wird, wird sehr, sehr spannend werden. Ich werde es weiterhin beobachten, wenn morgen kein Video kommt. Oder ich mache ein Video von einem einsamen Strand, wo ich mich selber mit mir selbst ein Video mache. Dann habe ich eine Idee, aber ansonsten fällt mir nicht ein, wie man das wirklich sauber umschiffen könnte. Es gibt bei YouTube so eine Funktion, dass man die Gesichter unkenntlich machen könnte. Jede Software zur Bildnachbearbeitung hat auch so eine Funktion. Welchen Aufwand man da treiben musste, wie viele Stunden das dauern würde, um das dann alles noch bereitzustellen und wie vor allen Dingen das Bildmaterial danach aussieht, könnt ihr euch gerne vorstellen. Liebe Zuschauer, das soll es für dieses News-Video gewesen sein. Viel schöne, viel erbauliche Sachen hat es nicht gebracht. Ich hoffe, ihr wart trotzdem bis zum Schluss dabei. Wenn euch das Video gefallen hat, nicht der Inhalt, sondern nur meine Arbeit, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert gerne den Kanal, folgt uns auch auf Instagram. Auch dort posten wir immer wieder neue Sachen, neue Geschichten. Dann sage ich danke für eure Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss, bis morgen.